Herzlich willkommen zu meinem sechsten Video aus der Reihe Aufgabenstellungen für Scratch Kara. Hier geht es wieder darum, den Kara in seiner abgebildeten Welt zu betrachten. Hier haben wir Kara und hier haben wir den Baumstumpf. Und Kara soll zum Baumstumpf laufen und dann zum Stehen kommen. Und auf dem Weg muss Kara auf einem leeren Feld ein Kleeblatt ablegen. Und auf dem Feld, wo schon ein Kleeblatt liegt, soll er dieses dann eben auch aufheben. Und man soll hier Elemente aus dem Bereich der Steuerung und aus dem Bereich der Pulschen Ausdrücke verwenden. Hier zeige ich einmal, wie das fertige Programm sich auswirkt auf das Verhalten von Kara. Kara marschiert dann hier los, auf dem freien Feld hinterlegt er etwas, hier haben wir lauter freie Felder. Und jedes Mal, wenn er eben dann, bis er dann hierher kommt, hinterlegt er dann hier dann dementsprechend dann ein Kleeblatt. Hier das Programm. Ich habe hier Bereiche aus den Blöcken aus der Steuerung genommen und aus von den Pulschen ausdrücken, hier wiederum eine Weilschleife. Solange Kara eben noch nicht vor einem Baum steht, wird das, was hier in dieser Schleife ist, ausgeführt. Wenn er dann auf einem Blatt zum Stehen kommt, Remove Leaf, das heißt, er nimmt das Blatt auf, Else, gibt er, also wenn es nicht der Fall ist, dass eben dann er auf einem Blatt steht, dann gibt er ein Blatt hin, ein Kleeblatt nämlich. Ja, wenn dieser If-Block abgeschlossen ist, also gehandelt hat, ob es eben ein Kleeblatt da war oder nicht, geht er dann einen Schritt voran. Schauen wir uns das nochmal an, wie sich das hier auswirkt, wie es dann hier durchgeht. Es überprüft immer wieder die Pulsche Anweisung hier, ob er eben noch nicht vor einem Baum steht, und dann ist er eben dementsprechend fertig und Kara bleibt dann wirklich tatsächlich hier vor dem Baumstumpf stehen und hat hier zwei Kleeblätter hinterlegt.